Prost! So, hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Das Wasser stelle ich nochmal kurz zur Seite und dazu kommen wir später. Ich will euch heute nochmal eine Taschenlampe vorstellen. Und zwar eine, die ordentlich hell macht, kennt ihr ja schon von mir. Und zwar auch eine, die euren Geldbeutel nicht wirklich leer macht. Das ist die Sofirn C8G. Eine sehr, sehr kräftige LED-Taschenlampe aus Aluminium rundum mit IPX8 Wasserschutz. Deswegen steht hier schon das Glas. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt einmal an. Also ihr seht schon, ein schickes Aluminiumgehäuse. Ich habe hier auch schon den Falltest gemacht. Lasst mich mal schnell schauen, ob man das sehen kann. Wie ich hier draußen gefilmt habe und gedreht habe mit der Kamera oder mit der Lampe, da ist das Teil mir runtergefallen. Und hier kann man es sehen, das ist mir auf so einen Schotterboden gefallen. Und da habe ich ganz kleine Kratzerchen hier drin. Aber ansonsten ist nichts passiert zum Glück. Das ist ja schon ein robustes Teil. Ist nur ein kleiner optischer Schaden, jeder kleine Kratzer. Also, wenn die mal runterfällt, braucht man da, glaube ich, keine allzu großen Sorgen zu haben. Ach, und hier hinten, da kann man es auch nochmal sehen, da war ein bisschen stärkerer Impact noch. Da ist er wohl zuerst aufgeschlagen. Ja, also, naja, Aluminium eben. Aber sonst ist alles gut, funktioniert immer noch. Drop-Test absolviert, allerdings unfreiwillig. So, zum Halten, ihr seht, ist überall Aluminium, auch hier so ein bisschen angeriffelt, kann man gut halten. Ergonomie ist auch gegeben. Wir haben einmal hier einen Schalter zum Durchschalten durch die verschiedenen Lichtmodi. Und auf der Rückseite haben wir den Hauptschalter. Den muss man betätigen, damit hier überhaupt was leuchtet. Jetzt ist die Lampe schon mal an und ich kann dann hier durch das Drücken durch die verschiedenen Modi durchleuchten oder mich durchhalten. Ich habe jetzt hier niedrig, mittel, hoch und wenn ich doppelt klicke, dann kriegen wir den richtig hohen Modus und da wird es auf der Hand auch schon echt warm, Leute, könnt ihr mir glauben. Also diese LED-Lampen, die haben Power und in diesem Maximalmodus schafft die ja 2000 Lumen die Lampe. Also bei dem Doppelklick, da kommen hier 2000 Lumen Helligkeit raus, allerdings für maximal 6 Minuten und da wird es auch hier am Lampenschirm, deswegen auch hier der Aufdruck, hot. Ja, da wird es warm. Also bei der Power wird es da auch schon warm. Wenn wir allerdings hier eine niedrigere Stufe wählen, wie zum Beispiel die niedrige Variante, da haben wir 75 Lumen, dann leuchtet die 16,5 Stunden lang. Bei der mittleren Helligkeit 6 Stunden und 30 bei 300 Lumen und bei der hohen Helligkeit dann 4 Stunden und 50 bei 1000 Lumen. Ja, und dann hier eben Autoscheinwerferqualität für etwa 6 Minuten. Schönes Ding. Also so kann man hier durch die verschiedenen Lichtmodi durchschalten. Ihr habt auch einen Stroboskop-Modus. Einfach dreimal schnell hier draufklicken und dann wird hier das wilde Geflackere angeschaltet und ihr könnt euch irgendwie bemerkbar machen, im Notfall zum Beispiel. Ja, auch immer gut, ist auch immer ja, üblicherweise bei solchen Lampen hier mit dabei. Wenn wir jetzt hier viermal draufklicken, kommen wir in den zweiten Modus. Dort wird stufenlos dann hoch und runter geregelt die Helligkeit. Ich mache das mal eben, also viermal hier auf die Funktionstaste. So, und jetzt sehen wir schon, wenn ich hier mal jetzt gedrückt halte, dann schaltet die so durch und wir leuchten oder wir dimmen uns quasi hoch und einmal runter. So kann man das stufenlos dann einstellen, wie die Helligkeit dann hier gesteuert wird. Und nicht nur diese einzelnen Abschnitte 70, 300, 1000 und 2000, sondern stufenlos eben. Ja, ist auch eine schöne Sache. Um wieder zurückzukommen, wieder viermal drücken und dann können wir hier wieder ja, punktuell uns durchschalten durch das Ganze. Jetzt gibt es aber auch noch den Eco-Modus. Und der Eco-Modus, der hat gerade mal 10 Lumen. Das ist so der perfekte, wenn man beim Camping abends mal noch kurz austreten will. Und will nicht blind werden dabei. Also 10 Lumen und dabei leuchtet das Ding dann auch für 60 Stunden. Allerdings diesen Eco-Modus einzuschalten, das habe ich eben gemeint, das ist ein bisschen fummelig. Dafür muss ich mal komplett die Lampe ausschalten. Und wir müssen dafür hier hinten natürlich einschalten und gleichzeitig hier den vorderen Knopf drücken und gedrückt halten. Und dann schalten wir den Eco-Modus. So, ich probiere das mal. Okay, das war's. Das ist der Eco-Modus. Ihr seht schon, da leuchtet nicht allzu viel und allzu hell. Und da kann ich auch gut in die Kamera reinhalten. Da haben wir also 10 Lumen. Tja, Freunde, das sind die Funktionen hier der Taschenlampe. Ist ein schönes Teil. Und ich würde mal sagen, so für zu Hause ist das hier ein sehr nettes Ding, dass man die immer zu Hause hat. Jetzt will ich euch, nee, dazu kommen wir gleich, noch mal kurz zeigen, wie das hier mit dem Akku funktioniert, wenn wir den Akku aufladen. Dazu gibt es hier die Verpackung. Ihr seht, Sofirn macht ja hier kein großes Bremborium. Die sehen immer sehr schlicht aus. Da haben wir einmal noch so eine Handgelenksschlaufe drin. Die kann man hier hinten befestigen. Da wäre mir vielleicht hier die Lampe auch nicht runtergeflogen. Hätte ich mal machen sollen.
dann einmal unser Ladegerät, wo der Akku reinkommt und natürlich noch ein USB auf Micro-USB-Käbelchen und noch eine Akkuhülse. Ja, und die, Moment, das war's, die dient dazu, da es diese Lampe hier in zwei verschiedenen Ausfertigungen gibt, mit zwei unterschiedlich großen Akkus drin. Ich habe hier die große Variante, deswegen brauche ich diese Hülse nicht. Ich nehme das Teil mal raus, da könnt ihr das gut sehen. 4000 mAh groß ist hier das Akkupack. Und dann gibt es da eben noch die kleinere Variante und die muss man dann hier noch mit reinstecken, damit der Akku nicht da rumwackelt im Gehäuse. Hier könnt ihr nochmal einen Blick ins Gehäuse reinwerfen. Man kann hier dieses komplette Zwischenteil, wo dann der Akku drin steckt, kann man auch abschrauben. Und da kann man sehr schön sehen, ja, alles Aluminium. Wirkt auch gut verarbeitet, wirkt hochwertig verarbeitet, da mache ich mir echt keine Sorgen. Zum Aufladen muss man allerdings den Akku immer wieder rausnehmen. Dann klippt man den hier in das Ladeteil ein. Und ja, schließt hier das mitgelieferte Kabel an oder irgendein Micro-USB-Kabel an den Handystecker anschließen und dann lädt das Ding dann eine Weile auf. Je nachdem, wie stark der Stecker ist, kann das natürlich variieren, wie lange sowas dauert. So, ich mache jetzt hier nochmal den Akku rein und dann machen wir noch den kurzen Wassertest, denn IPX8 ist ja hier die Zertifizierung. Das bedeutet Untertauchen für 30 Minuten in maximal 2 Metern Tiefe und ja, so viel kann ich jetzt hier nicht realisieren. Aber nur mal, dass man eine Idee bekommt, lasse ich es einfach mal hier versinken und wir sehen, jo, leuchtet immer noch munter weiter hier die Lampe. Also die könntet ihr sogar beim, ich sag mal, beim leichten Schnorcheln noch benutzen oder wenn ihr mit dem Bötchen unterwegs seid. Guck mal, schöner Effekt. Dann könnt ihr auch die mitnehmen und wenn ihr euch mal ins Wasser fällt und das ist nicht allzu tief, dann ist das hier gar kein Problem. So Leute, das wäre es auch schon gewesen. Eine schöne, echt günstige Lampe, die ordentlich hell macht. Wie gesagt, der Fokus ist nicht verstellbar, aber für den Preis ist das hier eine echt gute Sache. Ich stelle ja immer gerne Taschenlampen vor, die hochpreisigen, ja, ich sag mal, Top-Modelle von Olight. Und das hier ist so das günstige Gegenpart oder der günstige Gegenpart. Ich habe jetzt hier die 2000 Lumen an und selbst durchs Wasser wird das hier ganz schön warm auf meiner Hand. Also, das ist der günstige Gegenpart. Nicht so fancy, nicht so schick und ja. Da wird auch an der Packung ein bisschen gespart, ist ja aber gar nicht schlimm, denn die Lampen an für sich, die sind echt gut. Die liefern ab und die machen schön hell. Also Leute, wenn ihr sowas brauchen könnt, ich verlinke euch das wie immer in der Videobeschreibung. Hier unter meinem Video, dort könnt ihr die gerne direkt mal euch anschauen bei Amazon und auch kaufen, wenn ihr mögt. Und ich sage dann mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei mir AppleCat. Macht's gut!